Okay. Ein Light Navi. 30-facher Schaden. Damit schaffe ich es, jeden umzubringen. Jeden. So. Beitilt. Da muss ich aber erst Dämmerstern. Oh, Dämmerstern. Gott, nee, da war ich noch gar nicht. Das wird was dauern. Bist du denn? Ich kenne dich nicht. Sprecht schnell. Wir reisen zum Schrein von Kynaret in Weißlauf. Ich habe gehört, der Güldengrünbaum sei schöner denn je, seit er wiederhergestellt wurde. Es heißt, wer die Frucht isst, füge seinem Leben mehrere Jahre hinzu. What? Was ist denn du jetzt für ein Problem? Was ist das hier überhaupt für eine Aussichtsplattform? Die habe ich ja noch nicht bemerkt. Hm. Interessant. Und du willst jetzt was von mir? Soll ich euch mit... Wohin soll's gehen? Dämmerstern. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Oh. Meinst ein Reck Ragnar der Rote genannt, nach Weißlauf geritten von Rorikstadt. What? Okay, da singt er mal ein bisschen vor sich hin. Oh, Khajiit. Khajiit ist bereit für alle Störenfriede. So viele. Werf deinen Blick da. Wir haben noch gar kein Camp aufgebaut. Stärke die Ausdauer um 50 brauche ich natürlich nicht. Ich habe ja gar keine schwere Rüstung. Nein, nicht die Schatzkarte. Mal Drachenknochen, die behalten wir schön. Naja. Aber auch wieder ein bisschen Geld bekommen. Gut, ich glaube, die können mir nichts mehr beibringen einfach. Das ist ein bisschen. Dämmerstern entdeckt. Wunderbar. Sehr interessant, auch hier ist keine Kutsche zu finden, obwohl eigentlich eine hätte da sein müssen, dass sie mich ja hier abgeworfen hat. Aber was soll's. Mordauftrag. Um der Götter willen, Skalde, wen glauben wir hier mit unseren alten Kriegswunden einschüchtern zu können? Wir sind keine Soldaten mehr. Euer Hoch. Wow. Trägt seine alte Armeerüstung. Ja, und dann der Ring. Er ist stolz auf seine Dienstzeit, Skalde. Die Armee hat uns treu. Denkt nicht mal im Traum daran. Dämmerstern treu ergeben. Das ist noch nicht vorbei. Wenn ich euch erwische, wie ihr auch nur einen Brief an General Tullius schickt, lasse ich euch beide hinrichten. Upsa. Wenn ihr nicht hier seid, um dieses Albtraumproblem zu lösen, habe ich keine Verwendung. Dieser Priester der Mara, der vor euch hier war, sagte, dass die Götter uns heilen werden. Tja, und bis sie das tun, die Drachen, sobald wir das Kaiserreich aus... Die Sturm... Dämmerstern war in der Vergangenheit schon oft der Schauplatz von Schlachten, die das Schicksal des Kaiserreichs besiedelt haben. Ausgerechnet das Ding, naja. Unter den Minenbesitzern gab es da eine Mission? Ich weiß es nicht. Ich meine von beiden. Moment, von beiden hätte ich den Auftrag bekommen. Eisenerz zu sammeln, deswegen ist das eigentlich nicht.
groß dramatisch, wenn ich die einen davon umbringe. Beobachtest du mich? Eure Vorfahren würden das nicht wollen, Silus. Warum sollte ich mich verstecken? Das ist das Vermächtnis meiner Familie. Das ist Vergangenheit. Tod. Schwöre auf Toten. Los geht's! Ja, das dachte das ich mir Museum schon. Wird eröffnet, Madena. Ihr. Entschuldigung. Das Museum wird eröffnet, Madena. Ihr. Ja, es dauert ein bisschen, bis ich dem alles geklaut habe. Und hier kommt der erste Besucher. Das Museum der mythischen Morgen. Ja. Kommt doch herein. Ihr könnt euch die Reden wir drinnen weiter. Und selbst schuld. Aber falls ihr eure Meinung ändern solltet, bin ich hier. Ihr glaubt, ihr... Schade. Immer mal rein bestehen können wir eigentlich immer noch. Sprecht mich an, wenn ihr über die Aufgabe reden wollt, die ich erwähnt habe. Ach so. Die hier drinnen und draußen hängenden Wandteppiche wurden in Verstecken gefunden, in denen Mitglieder der mythischen Morgenröte ihre Pläne schmiedeten. Die größten Erfolge des Kultes waren die Die Kommentare zum Mysterium Xarxes wurden vom Anführer der mythischen Morgenröte, Mankar Kamoran, geschrieben. Er versprach, dass seine Anhänger nach dem Tod ein Paradies und eine Wiedergeburt... Mich auch. ...an Merune... So, Taschendiebstahl. 40 Einlevel bräuchte ich noch. 50 brauche ich für die Tragkraft. Erwarten würde. Wunderbar. Ah, ja. Die Schwertscheide. Seht ihr die Insignien? Ein Oblivion-Tor. Ein wichtiges Symbol von Merunes Dagon, dem Daedra der mythischen Morgenröte. Ja, er nennt sich bestimmt auch Daedra der mystischen Morgenröte. Er ist immer aufwendig zu drehen wie ein Kreisel. Und auf 45 aufgestiegen. Schön. Von ihm ist natürlich auch noch. Muss ich natürlich auch noch machen. Komme ich nämlich in besseren Deutsch. Damit kann ich noch nicht anfangen. Und Schlossknacken ist aufgestiegen. Perfekt getroffen. Nein. Handschuhe, alles von der mystischen Morgenröte. Gut, das ist unmöglich zu öffnen. Habt ihr Fragen zum Museum? Oder würdet ihr lieber über... Zuerst ein wenig Geschichte. Eine dieser Gruppen, das war vor fast 150 Jahren. Mindestens zwei der Besitzer. Hier sind meine Aufzeichnungen. Wenn ihr die Teile, wie auch immer, besorgt, werde ich euch bezahlen und keine weiteren Fragen stellen. Ja, die Klingenteile, genau.
So. Dann haben wir einen dritten Mordauftrag. Ach, das war ja Minenbesitzer, ne? Gut. Nun. Oh, ich hätte natürlich noch mit ihm reden können. Verdammt. Aber das wäre wahrscheinlich mit ihr? Mit ihr? Oh. Ihr Mann wollte sie trotzdem, okay. Das ergibt dann doch wieder Sinn. Ich schleiche mich mal besser raus. Nicht, dass mich da noch einer sieht, wenn sie umgebracht wird und... Naja. Würde ich mal behaupten, Dämmerstern ist dann soweit abgehakt. Ach, das ist was anderes. Ach, so viele Missionen, die man eigentlich machen müsste. Eigentlich hätte ich zuerst zur Dunkle Bruderschaft gehen müssen. Die müsste ich morgen heute erledigen. Und dann hätte ich alles machen können, weil das wäre dann optimal gewesen. Dann hätte ich nämlich den Bogen, den ich bei der Bruderschaft bekomme, von Anfang an gehabt mit seinem hohen Schaden. Und, auch meine an. Ein zweiter Eisendolch. Stimmt aber nicht ganz. Na gut. Doch die Mutter der Nacht ist uns allen eine Mutter. Ihrer Stimme folgen wir, ihrem Willen. Würdet ihr es wagen, ungehorsam zu sein? Und Moment. Dafür... Ist ja auch noch eine Mission. Mal sehen, ob ich den noch finde. Ich weiß. Mist. Ja, Himmelsrand, klar. Muss ja. Vielleicht habe ich Glück und ich finde ihn noch. Nee. Mit der wollte ich noch nicht reden. Noch nicht. Später mal. So, jetzt geht's erstmal schwuppdiwupp. Ein paar Meter. Den Weg hier entlang und dann werden wir sehen, ob wir ihn finden oder nicht. Den abgedrehten Meuchelmörder, den wir gerade eben gesehen haben, im Clownskostüm. Cicero, genau, er heißt Cicero. Der abgedrehte Kerl. Den Hof habe ich ja schon per Zufall entdeckt. Dass mein Pferd das nicht länger durchhält. Ach, das ist wieder ein Bauer mit seiner Opferkuh. An dem Wachposten sollte ich vorbei. Bin mir nicht mehr ganz sicher, was damit war, aber spannend war es nicht. Cicero kam danach. Am nächsten Hof, da unten. Vielleicht ist er noch da, vielleicht auch nicht. Es ist nur ein Versuch. Momentan sieht es aber nicht danach aus. Kann sein, dass er noch außer Sicht ist, aber... Nein, nein, er ist nicht mehr da.
Schade, die Mission hat, hätte irgendwie auch nichts gebracht. Oder es hätte nichts, sagen wir mal so, es hätte nichts weitergebracht als... dass ich ein bisschen Einfluss auf die Geschichte genommen hätte, weil Cicero wäre dann entweder im Knast gelandet oder weiter unterwegs gewesen. Großen Unterschied hätte es nicht gemacht. Ich hätte aber vermutet, dass ich jetzt 3 Deutsche da sehe. Also 4. Mutter der Nacht. Na ja, gut. Ist uns allen eine Mutter. Ihrer Stimme folgen wir, ihrem Willen. Würdet ihr es wagen, ungehorsam zu sein? Und dafür bestraft zu werden? Alter, was hat die denn für Augen? Redet nur weiter, kleiner Mann. Werwolf? Dann sehen wir, wer hier bestraft wird. Oh, seid doch still, ihr alter Brummbär. Der Mann hat eine lange Reise hinter sich. Ihr könntet wenigstens höflich bleiben. Herr Cicero, ich für meinen Teil bin erfreut, dass ihr und die Mutter der Nacht eingetroffen seid. Eure Anwesenheit hier läutet eine willkommene Rückkehr zu alten Werten ein. Oh, was für ein gütiger und weiser Zauberer ihr seid. So verdient ihr euch sicherlich die Gunst unserer Dame. Ihr und die Mutter der Nacht seid hier natürlich immer willkommen, Cicero. Und man wird euch den Respekt entgegenbringen, der euch aufgrund eurer Rolle als Bewahrer gebührt. Verstanden? Gemahl? Oh ja, ja, ja! Danke, danke, danke! Aber täuscht euch nicht. Ich bin immer noch das Oberhaupt dieser Zuflucht. Mein Wort ist das Gesetz. Sind wir uns in diesem Punkt einig? Oh ja, Herrin! Perfekt! Ihr seid der Boss! Ah, da seid ihr ja gut. Meine Unterhaltung mit diesem brummelnden Tölpel war sowieso beendet. Wir haben Geschäftliches zu bereden. In der Tat. Ihr müsst in Markart mit der Assistentin des Trankmischers reden. Ihr findet sie wahrscheinlich in der Hexenheilerei, wenn der Laden geöffnet ist. Das Mädchen hört gar nicht mehr auf zu fluchen. Sie will ihren einstigen Geliebten tot sehen. Anscheinend hat sie das schwarze Sakrament vollzogen. Ihr Name lautet Muiri. Ihr müsst mit ihr reden, den Auftrag vereinbaren und ihn dann vollstrecken. Tut einfach, was der Auftrag von euch verlangt. Seid professionell, vertretet uns gut und erledigt eure Arbeit. Da es sich um euren ersten Auftrag handelt, dürft ihr behalten, was immer Muiri euch zahlt. Sie wird bestimmt großzügig sein, sind sie immer. Mhm. Okay. Oh, er trainiert. Barfuß, nur mit Hose und... Exakt. Schade, ich glaube, wir hätten einen anderen Dialog gehabt, hätte ich Cicero vorher schon getroffen. Dem habe ich schon gequatscht. Hat ja nichts. Ich bin seit dem Tag meines Schlusses. Lass mich raten. Astrid hat vergessen zu erwähnen. Ja. Befolgt die Anweisungen meiner Frau und macht keine Dummheiten. Zeichen des Schattens. Der witzlose Hofner und seine Lieblingsleiche. Wartet mal. Ich könnte euch dasselbe fragen. Denn ihr seid mehr als nur sterblich. Ihr seid ein Kind des Mondes. Ihr seid ein Wolf. Ihr seid also ein Gefährte. Woher sonst solltet ihr auch euer Geschenk haben? Ich hoffe, ihr habt mehr Glück mit ihnen als ich. Ja, ich war einst ein Bruder der Gefährten. Sagen wir, sie fanden meine Methoden beunruhigend. Die dunkle Bruderschaft sieht das etwas anders. Okay, er hat erkannt. Und oft. Er hat erkannt, dass ich ein Werwolf bin. Sehr interessant, obwohl ich die Fähigkeit noch gar nicht benutzt habe. Es hat einfach den schönen, positiven Effekt, dass ich einfach nicht so schwer verletzt, dass ich keine Krankheiten bekomme. Ja? Ihr sollt euch direkt mit der Kontaktperson treffen, ist das richtig?
Eine höchst ungewöhnliche Vorgehensweise.